Hallo ihr Lieben, ich bin Saida und heute zeige ich euch, wie man sehr schnell einen perfekten Nagel modelliert. Diese Technik der Modellage begeistert sowohl erfahrene Nageldesigner als auch Kollegen, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen. Gespannt? Dann lege ich gleich los. Das ist mein Finger, den ich extra längere Zeit ohne Maniküre gelassen habe, um die zusammen mit euch durchzuführen, bevor ich mit der Modellage beginnen kann. Ich führe eine trockene Apparatmaniküre aus, aber das ist kein Muss. Fingernägel mit weniger ausgeprägten und weicheren Nagelhaut kommen wunderbar auch ohne diese Art Maniküre aus. Dafür würde auch reichen, die Nagelhaut zurückzuschieben. In meinem Fall gibt es leider immer mehr zu tun, denn diesen Zustand erreichen meine Nägel schon in weniger als 2 Wochen ohne Maniküre. Mit der feinen Seite der Nagelfeile, auf meiner Feile sind es 180 Grit, mattiere ich vorsichtig, aber gründlich die Nageloberfläche und zwar bis ich jeden kleinsten Eck des Nagels erwischt habe. Die Vorbereitung des Nagels ist der Schritt, der am sorgfältigsten ausgeführt werden sollte, um später Luft unter der Modellage zu vermeiden. Den Haftvermittler Fiber Base Coat trage ich hauchdünn mit massierenden Bewegungen über die gesamte Nagelfläche auf und lasse diese Schicht trocken werden. Letzter Kontrollblick und es kann mit der Verlängerung weitergehen. Dafür brauche ich eine hochwertige Schablone, am besten mit Markierungen, die einem helfen, symmetrisch zu bleiben und alle Finger gleichmäßig zu verlängern. Dieser Moment entscheidet, ob der Nagel später gerade oder schief, nach oben oder nach unten gerichtet sein wird. Da bei einem längeren Nagel alle Unregelmäßigkeiten besonders auffallen, nehme ich mir fürs Ansetzen der Schablone die nötige Zeit. Ebenso wichtig dabei, auf die verschlossenen Ecken zu achten, die unter anderem für die Stabilität des Nagels sorgen. Für die Verlängerung brauche ich meinen guten Katzenzungenpinsel in Größe 6 und standfestes, stabiles Aufbaugel, zu denen unser Sculpture Pastel gehört. Das ist ein Geschwistergel von Sculpture Clear. Beide Aufbaugele, die für alle Zwecke hergenommen werden können, sind Thixotrop und besitzen dieselbe Basisrezeptur, unterscheiden sich nur in ihrer Optik. Hier verwende ich Sculpture Pastel einfach aus dem Grund, weil man besser sehen kann, was ich auf der Schablone mache. Nach der Lampe kann die Schablone weg und die stabile Basis mit geschlossenen Ecken für die Modellage ist geschaffen, die ich mit derselben feinen Seite der Feile in Form bringe. Dabei konzentriere ich mich insbesondere auf die Form des Nagels, die ich erreichen möchte, und die Nagelseiten, die ich zwar so befeile, dass ich dann nichts mehr zu korrigieren habe, lasse also nur das Nötigste an Gel auf dem Nagel, achte aber gleichzeitig darauf, dass ich die Seiten nicht überfeile. Der Übergang von der Verlängerung zum Nagel ist überall dicht. Die Form passt auch, dann bleibt es nur noch, den Nagel aufzubauen, damit er nicht nur hübsch aussieht, sondern auch tragbar ist. Und das wird eins unserer Aufbaugele aus der großen Easy Build-Up-Kollektion fast selbstständig übernehmen. Unsere Ibu-Gele nenne ich Zaubergele, denn abgesehen von ihrer Optik und Stabilität dank Fiberglasanteil sind es absolute Modellagewunder. Die erste Kontaktschicht ist eine Art Wegweiser für die nächste Schicht. Sie setzt Grenzen auf dem Nagel auf, bis wohin sich das Modellagegel bewegen darf, das ich schon während des Auftragens seinen Platz auf dem Nagel zu finden versucht. Meine Aufgabe besteht darin, das Gel auf den Nagel aufzutragen und jede kleine Ecke des Nagels dabei zu erwischen. Danach drehe ich den Nagel um, damit es seine Arbeit verrichten kann. Auf dem künstlichen Finger werde ich versuchen, euch besser zu zeigen, wie man diesem Zaubergel dabei helfen kann. Dreht man den Nagel kopfüber, verbringt es die ersten Sekunden damit, von der Nagelhaut wegzulaufen. Durch die Haltung des Fingers lasse ich ihn dahin fließen, wo ich es brauche. Zusätzlich kann man minimal mit dem Pinsel nachhelfen. Sobald sich das Gel im Apex-Bereich zusammengezogen hat, drehe ich den Nagel wieder um und warte wieder, bis sich die Aufbauschicht optimale Höhe eingenommen hat. Auch wenn man den Finger zu lang umgedreht gehalten hat, dreht man ihn wieder zurück, glättet sich das Aufbaugel zur gewünschten Form, wenn man ihm mit der richtigen Fingerhaltung dabei ein wenig nachhilft und hat am Ende einen wunderschön geformten Nagel. Dasselbe gilt, wenn man den Nagel aus der anderen Perspektive betrachtet. Läuft das Gel in falsche Richtung, holt man es zurück, indem man den Finger nur richtig positioniert, um eine gewünschte Form zu bekommen. Das gleiche geschah mit meinem Nagel, den ich nun schnell in meine hübsche Lampe schicke, in der sich die Nagelform innerhalb gewohnter Härtezeit fixieren wird. Noch eine coole Eigenschaft der Ibu-Gele ist, dass sie einen tollen Eigenglanz haben. Das heißt, wenn man auf den edlen Nude-Look steht, wäre mit der Entfernung der Schwitzschicht die ganze Arbeit erledigt. Das Ergebnis lässt einen staunen, finde ich. Zum einen, nachdem man sah, wie schnell es gehen kann, zum anderen, wenn man die Verwandlung des Nagels im direkten Vergleich betrachten kann.
Ich hoffe, dieses Video war für euch in einer oder anderen Weise informativ. Lasst mir eure Rückmeldung dazu, weil ich wie immer sehr gespannt bin, eure Gedanken darüber zu lesen. Macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Video.